Donald kennt fast jeder, die Ente aus Entenhausen, die mit Nachnamen Duck heißt. Donald steht aber auch für die deutsche Organisation der nicht kommerziellen Anhänger des lauteren Donaldismus im Ernst. Genau diese Organisation hat sich heute in Braunschweig getroffen, um neue Forschungsergebnisse aus der Entenhausener Welt auszutauschen. Ja, Sie haben richtig gehört. Mit dieser Forschungsrichtung beschäftigen sich mittlerweile einige Menschen in Deutschland, so 700 an der Zahl. Ina Steljes über die Wissenschaftler und ihre neuesten Erkenntnisse. Martin Söllig hat eine Vision. Entenhausen gehört nicht länger in die Kinderzimmer, sondern an die Universität. Das Gedankengut des Donald Duck erfordert eine wissenschaftliche Neuordnung und die Lehre darüber eine angemessene Sprache. Wir nennen diese Welt Stella Anatium. Die Stern der Enten, ja, oder der Entenförmigen, der Anatiden, um es genau zu sagen. Also die Donald und seine Verwandtschaft sind nicht etwa Enten, es sind entenförmige Wesen. Der Donaldismus ist eine exakte Wissenschaft. Sie folgt einer klaren, anerkannten Methode, die in den vergangenen Jahren stetig ausgearbeitet wurde. Ja, in diesem Bericht sehe ich zum Beispiel gerade das schlaue Buch, in dem die Neffen lesen. Ich möchte jetzt gerne wissen, wo das in anderen Berichten noch der Fall ist. Dazu habe ich das große universelle Nachschlagewerk der Donaldisten, den großen Voliner. Dort schlage ich jetzt nach unter dem Begriff schlaues Buch. Und ich sehe hier, dass das schlaue Buch für das Hieroglyphenverzeichnis benutzt wird. In Onkel Dagobert, Barks Library, Band 13, Seite 12, Bild 7. Daraufhin gehe ich zu meiner Barks Library, Band 13, schlage Seite 12, Bild 7 auf. Und siehe da, dort finden wir das schlaue Buch wieder. Dort erklärt ein Neffe etwas über Hieroglyphen. Martin Söllig gehört zu den führenden Wissenschaftlern der Tick-, Trick- und Track-Forschung. In einer viel beachteten Studie gelang es ihm, einen lang verbreiteten Irrglauben zu widerlegen. Der Verlag, der in Deutschland die Disney-Rechte hat, hat selber verlautbaren lassen, dass Tick immer eine blaue, Trick eine rote und Track eine grüne Mütze trägt. Und wenn das denn mal in irgendeiner Geschichte anders wäre, dann würden sich die Neffen einen Spaß erlauben und die Mützen untereinander austauschen, um das Publikum zu verwirren. Das ist natürlich für uns wissenschaftliche Donaldisten nicht hinnehmbar. Söllig untersuchte systematisch das komplette Werk. Nach 3 Monaten Arbeit gelang es ihm erstmals, eine empirische Studie über die Mützenverteilung nach Farben bei Tick, Trick und Track vorzulegen. Ein Tortendiagramm belegt, die Verteilung folgt keiner eindeutigen Zuordnung. Im Umkehrschluss entwickelte Söllig eine der kühnsten Theorien der vergangenen Jahre. Ich gehe hier von einer Kollektivintelligenz aus. Ähnlich bei Raumschiff Enterprise haben sie so etwas bei den Borg schon mal beobachtet. Jedes Wesen ist in der Lage, alleine zu handeln, auch alleine zu existieren. Sie sind aber gemeinsam in der Lage, ihren Geist zu vereinigen und auch damit eine höhere Geistesleistung zu erreichen als jedes Einzelwesen für sich. Noch bleibt dieses und ähnliches Gedankengut nur auf einen kleinen Kreis wackerer Donaldisten beschränkt. Der Weg zur anerkannten Wissenschaft ist noch weit, aber der Donaldist lässt sich ähnlich wie sein großes Vorbild nicht entmutigen und feiert sich vorläufig selbst und das standesgemäß. Klatsch, 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 sagt der Donaldist, anstatt zu applaudieren.